Meine Damen und Herren, das nächste Thema, das jetzt hier als Tagesordnungspunkt Nummer 24 behandelt wird, geht um eine sogenannte Urlaubssteuer, eine Tourismussteuer. Dazu liegen Anträge der AfD und der FDP-Fraktion vor. Sebastian Münzenmeier für die AfD ist der erste Redner. Im Volksmund oft auch Urlaubssteuer getauft, besorgt Tausende von Menschen in Deutschland und treibt ihnen die Zornesfalten ins Gesicht. Ursprüngliche Intention des Gesetzgebers bei der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung war die Beteiligung der öffentlichen Hand an den Wachstumsinvestitionen der Industrie. Unternehmen, die also wachstumsbedingt neue Büros oder Werkshallen anmieten, sollten auf den Mietpreis ebenfalls Gewerbesteuer entrichten. Die Besteuerungsgrundlage sollte also verbreitert werden. Findige Finanzbeamte verkennen jedoch diesen ursprünglichen Zweck der Vorschrift vollkommen und legen jetzt dank eines 2012 ergangenen Ländererlasses, der sowohl von allen Ländern, also ein Ländererlass, der vom Bundesfinanzminister angestoßen wurde, die legen jetzt nun mal die Gewerbesteuerhinzurechnung völlig anders aus. Nun sollen plötzlich beispielsweise Reiseveranstalter auf die Kaltmiete für Hotelzimmer, die sie an Kunden weitervermitteln, plötzlich Gewerbesteuer bezahlen. Diese Form der Auslegung ist extrem umstritten und sorgt vor allem für erhebliche Rechtsunsicherheiten. Voraussetzung ist ein Mietverhältnis nach zivilrechtlichen Grundlagen. Die Überlassung eines Hotelzimmers, das vom Reiseveranstalter natürlich nicht selbst genutzt wird, sondern an einen Kunden weitervermittelt wird, kann aber schwerlich als Mietverhältnis bezeichnet werden. Wie soll man denn außerdem eine Kaltmiete eines Hotelzimmers berechnen? Also Sie merken schon, Steuererklärungen werden für Reiseveranstalter in Zukunft zum türkischen Bazar, auf dem je nach Finanzbeamten mal eine etwas höhere, mal eine etwas geringere Belastung aufs Unternehmen zukommt. Rechtssicherheit, Fehlanzeige. Außerdem stellt sich natürlich die Frage, wer wird denn diese Zusatzbelastung am Ende übernehmen? Zahlt nicht letztendlich wieder einfach der deutsche Michel, der sowieso schon knapp die Hälfte seines hart erarbeiteten Lohns abgibt, einfach mehr Geld für den wohlverdienten Urlaub? Genauso wird es kommen. Experten rechnen mit einer Verteuerung von Reisen um durchschnittlich 2,3%. Der Leidtragende ist wie so oft in diesem Hohen Haus der deutsche Bürger, meine Damen und Herren. Noch schlimmer als diese Rechtsunsicherheit und auch unnötige Preissteigerungen ist jedoch die Existenzgefährdung unzähliger Firmen. Gerade Reiseveranstalter, die traditionell mit sehr geringen Margen arbeiten, stehen massiv unter Druck. Sollte die gegenwärtige Praxis der Finanzverwaltung nicht gestoppt werden, drohen nach Einschätzung des Deutschen Reiseverbands Steuernachforderungen von mehr als 1,4 Milliarden Euro. 1,4 Milliarden Euro für eine Branche, die zum Großteil aus kleinen und mittelständischen Familienunternehmen besteht. Großkonzerne hingegen, die werden letztendlich sogar von dieser gewerbesteuerlichen Zurechnung noch profitieren. Auf der einen Seite ist es für sie wesentlich einfacher, Rückstellungen zu binden. Und zweitens können sie sich klammheimlich darüber freuen, dass viele kleine Mitkonkurrenten in die Insolvenz gehen müssen. Wieder einmal wird also unser Mittelstand, die Menschen, die das Rückgrat unserer deutschen Wirtschaft bilden, hier massiv geschädigt und vor nahezu unüberwindbare Schwierigkeiten gestellt. Der Präsident des RDA, des Internationalen Bustouristikverbands, rechnet damit, dass 25% aller Reisebusunternehmen in Deutschland aufgrund der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung insolvenzgefährdet sind. 25%, meine Damen und Herren. Welche Kommune hat denn einen Vorteil davon, von einer vermeintlich höheren Gewerbesteuer, wenn danach ein Viertel aller ansässigen Betriebe in diesem Bereich insolvent gehen? Da gibt es nämlich überhaupt keine Steuereinnahmen von diesen Firmen mehr. Oder wie wird sich denn die Situation in den grenznahen Gebieten gestalten, zu Polen, zu Frankreich oder zu Tschechien? Jeder Reiseveranstalter, jeder Busunternehmer wird, um die eigene Existenz zu retten, den Sitz ins nahegelegene Ausland verlagern, sich so nicht nur die gewerbesteuerliche Hinzurechnung sparen, sondern den deutschen Staat auch um sonstige Steuereinnahmen bringen. Ganz zu schweigen davon, dass die gewerbesteuerliche Hinzurechnung wieder einmal unsere deutschen Unternehmen vor einen Wettbewerbsnachteil stellt, ausländische Anbieter besser stellt und Arbeitsplätze in Deutschland gefährdet. Wie so oft, meine Damen und Herren, haben die Finanzminister der Länder und auch des Bundes kurzfristig gedacht und sind sich überhaupt nicht im Klaren über die massiven Folgen der verfehlten Politik. Fassen wir also kurz zusammen. Die gewerbesteuerliche Hinzurechnung bedroht Tausende von Arbeitsplätzen in Deutschland, belastet insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen und somit das Rückgrat unserer deutschen Wirtschaft, sorgt für erhebliche Rechtsunsicherheiten und verteuert das Reisen für unsere Bürger. Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels. Schließlich sind alle hier versammelten Fraktionen, von der Linken bis zu unserer AfD, im Ausschuss einhellig der Meinung gewesen, dass die gewerbesteuerliche Hinzurechnung im Übernachtungsgewerbe gestoppt werden muss und dass wir als Deutscher Bundestag hier in der Verantwortung stehen. Werte Kollegen, bitte werden Sie dieser Verantwortung endlich auch einmal gerecht.
Verstecken Sie sich bitte nicht wieder hinter irgendwelchen Formalien oder Worthülsen, sondern entscheiden Sie einmal bei einem Sachthema ohne parteipolitische Scheuklappe. Gerne gehen wir mit gutem Beispiel voran, freuen uns auf die Debatte des FDP-Antrags, der in die richtige Richtung geht in den Ausschüssen. Und wir als AfD-Fraktion, wir stehen an der Seite der deutschen Wirtschaft. Wir stärken den Mittelstand. Wir kämpfen für Rechtssicherheit und gegen soziale Ausgrenzung. Springen Sie also doch bitte einmal über Ihren Schatten. Entscheiden Sie sich für unseren Antrag statt für eine Abgrenzung aus billigen parteipolitischen Motiven. Herzlichen Dank. Sebastian Münzenmaier, seine Aufforderung an die anderen Fraktionen, seinem Antrag zuzustimmen. Er ist tourismuspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Ihm antworten wird jetzt Sebastian Brehm für die CDU-CSU. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht nicht um Parteipolitik oder Worthülsen oder Formalien. Es geht um die Anwendung geltenden Rechts und es geht um die Anwendung des Steuerrechts, liebe Kolleginnen und Kollegen, und darüber diskutieren wir. Und wollen wir wieder zu einer steuerpolitischen Debatte zurückkommen. Grundgedanke der Ermittlung der Gewerbesteuerlichen oder des gewerbesteuerlichen Einkommens war und ist es eben nicht, die ertragssteuerlichen Bemessungen heranzuziehen, sondern eine objektive Ertragskraft zu ermitteln. Das ist übrigens das Wesen, deswegen ist es auch keine Ertragssteuer, sondern eine Realsteuer. Und dies bedeutet, dass man eine objektive Ertragskraft dann herstellt, dass man eben rausfiltert, ob das Unternehmen mit Eigenkapital oder mit Fremdkapital finanziert ist. Und deshalb wird der Jahresüberschuss eben seit jeher schon durch Hinzurechnungen auch ergänzt. Und dieser Grundgedanke übrigens der Hinzurechnung gibt es seit 1936, seit Bestehen der Gewerbesteuer. Und insofern sind die Hinzurechnungen an sich nichts Neues und gehören aber zum Wesen der Gewerbesteuer. Und würde man diese Hinzurechnung, ich glaube, das ist die Intention, würde man diese Hinzurechnung dem Grunde nach aufgeben, so wäre die Gewerbesteuer eine weitere zusätzliche Ertragssteuer, eben keine Realsteuer mehr, sondern eine Ertragssteuer, übrigens nicht einmal für alle Unternehmen. Und wir würden automatisch, und das ist, glaube ich, das Ziel Ihres Antrages, auch des Antrages der FDP, automatisch in die Diskussion über die Abschaffung der Gewerbesteuer kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der AfD, Sie fordern ja sogar die gänzliche Abschaffung der Gewerbesteuer ohne jegliche Kompensation. Und in meiner Heimatstadt, nur mal so als Kommunalpolitiker in meiner Heimatstadt Nürnberg, würde das dazu führen, dass wir 450 Millionen Mindereinnahmen hätten. Wir hätten Schließung aller Schulen, aller städtischen Schulen, wir hätten Schließung aller Kindergärten, wir hätten Schließung aller freiwilligen Leistungen, aller Sportvereine. Ob das ein Wirtschaftsprogramm ist für den Mittelstand, wage ich zu bezweifeln. Das ist mit uns nicht zu machen und das ist auch keine Alternative für Deutschland und keine Alternative für unsere Kommunen. Übrigens, die Frage der Hinzurechnung ist höchstrichterlich entschieden vom Bundesverfassungsgericht, erst kürzlich 2016 und abschließend geklärt worden. Es gibt aber natürlich, und jetzt komme ich zum Kern der Frage, es gibt natürlich auch immer im Steuerrecht Entwicklungen, die dem Grundgedanken der eigentlichen Gesetzgebung, und das war ja 2008, wie man die Hinzurechnung geändert hat, dem Grundgedanken der eigentlichen Gesetzgebung entgegenlaufen. Und da hilft es nicht, wie in Ihrem Antrag zu sagen, die Ländererlasse sollen korrigiert werden oder das Bundesfinanzministerium soll angewiesen werden. Wenn wir hier eine Fehlentwicklung haben, dann müssen wir als Gesetzgeber tätig werden und müssen wir es in der Gesetzgebung angehen. Aber in der Systematik der Hinzurechnungen haben wir mehrere Fragestellungen. Das geht eben nicht so einfach, wie Sie sich das immer malen. Wir haben mehrere Fragestellungen, die in dem Kontext auch mit behandelt werden müssen. Zum Beispiel, ist es überhaupt sinnvoll, dass Unternehmen durch die Hinzurechnung bei Verlust Gewerbesteuer zahlen? Das muss man damit mitbesprechen. Oder gibt es Hinzurechnungen, die ähnlich gelagert sind? Und wir haben hier mehrere Urteile im 2016 vom Bundesfinanzhof. Einmal ging es darum, zum Beispiel um die kurzfristige Anmietung von Zimmern. Einmal ging es darum, um die kurzfristige Anmietung von Konzertflächen. Da hat der BfH gesagt, die Hinzurechnung ist gerechtfertigt. In einem anderen Urteil ging es um die kurzfristige Vermietung von Messeplätzen. Da hat der BfH gesagt, es ist nicht gerechtfertigt, die Hinzurechnung. Und deswegen, glaube ich, müssen wir bei den Hotelzimmern auch eine ganz klare Einordnung vornehmen und eben gucken, wie wir hier umgehen. Und das Verfahren vor dem Finanzgericht Münster stammt ja aus 2016 und es regelt eben genau diese Frage und es ist derzeit ja beim BfH anhängig. Und gerade bei der Hotelzimmeranmietung müssen wir auch unterscheiden. Da kommt es auch auf den Einzelfall drauf an, auf den einzelnen Vertrag. Es gibt zum Beispiel Reiseveranstalter, die mieten sich ein komplettes Hotel für ein komplettes Jahr.
Das ist dann Anlagevermögen und damit wird es eigentlich vom Gesetz wieder von den Hinzurechnungen auch wieder erfasst. Aber es gibt natürlich auch Reiseveranstalter, das sind insbesondere die kleineren und mittleren, die mieten sich ein paar Zimmer eben kurzfristig zur sofortigen Weitervermietung. Und dann ist es eben kein Anlagevermögen und dann ist es eigentlich von der Hinzurechnung nicht umfasst. Und das ist eigentlich die Sachfrage, über die wir reden. Und deswegen sollten wir das Ganze im Finanzausschuss überweisen und im Finanzausschuss auch nochmal unter steuersachpolitischen Themen miteinander besprechen. Es geht natürlich darum, dass wir die kleinen und mittleren Unternehmer unterstützen. Die haben auch einen Freibetrag von 100.000 Euro bei der Hinzurechnung. Aber es geht darum, die Systematik richtig zu begreifen und die Systematik auch richtig einzuordnen. Und das werden wir gemeinsam in einer guten steuerpolitischen Debatte im Finanzausschuss tun. Herzlichen Dank. Sebastian Brehm war das für die CDU-CSU-Fraktion. Die Federführung der Ausschüsse ist durchaus strittig. Darauf hat er sich bezogen, ob Finanzausschuss oder Tourismusausschuss. Sebastian Brehm ist im Hauptberuf Steuerberater. Das hat man seiner Rede wohl auch angehört. Marcel Klinge für die FDP-Fraktion ist der nächste Redner. Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Große Koalition ist seit nunmehr 100 Tagen im Amt und hatte 100 Chancen, den Wirtschafts- und Tourismusstandort Deutschland nach vorne zu bringen. Und es hat ja sehr vielversprechend hier begonnen. Peter Altmaier bei seiner Antrittsrede hat ein Loblied für die soziale Marktwirtschaft gesungen, eine Liebeserklärung an Ludwig Erhard abgegeben und das Bundeswirtschaftsministerium kurzerhand zu einem Bundesmittelstandsministerium umdeklariert. Das waren große Worte von dem Minister. Doch was ist seitdem passiert? Was hat die Große Koalition in den letzten 100 Tagen getan? Tja, der Mount Everest der Bürokratie, liebe Kolleginnen und Kollegen, der steht weiterhin in Deutschland und der wächst. Bei der Datenschutzgrundverordnung hat die Große Koalition mit viel Liebe zum Detail 120% umgesetzt. Und das trifft jetzt gerade unsere Kleinen und Mittleren mit voller Wucht. Und auch beim Thema gewerbesteuerliche Hinzurechnung bei Reiseunternehmen liegt das Problem seit Jahren auf dem Tisch und es ist nichts passiert. Wir glauben, dass hier endlich wieder die Debatte vorangetrieben werden muss. Wir können unsere Unternehmer nicht so im Regen stehen lassen. Und jetzt mag der Planungshorizont der Großen Koalition mittlerweile auf Wochenmaß abgeschrumpft sein. Zum Glück arbeitet unsere Wirtschaft anders. Und wenn wir wollen, dass unsere Unternehmen in Deutschland investieren, in Deutschland wachsen, dann müssen wir sie doch bestmöglich unterstützen. Und deswegen können wir uns keine schwarz-roten Hängepartien mehr leisten. Wir Freie Demokraten kämpfen für ein Unternehmenssteuerrecht, das eben nicht willkürlich die Substanz unserer Betriebe, also das wertvolle Eigenkapital, besteuert. Wir wollen die stillen Helden unserer Wirtschaft, also die Mittelständler, unsere Familienunternehmen, mit kluger Politik größer machen und ihnen die Wertschätzung geben, die sie verdienen. Und Wertschätzung ist eben nicht, wenn Kolleginnen und Kollegen von der CDU, CSU, ich nenne jetzt mal keine Namen, lieber Herr Bareis, wo sind Sie? Wenn also Kolleginnen und Kollegen von der CDU bei jeder Gelegenheit eine Besserung bei diesem Thema versprechen, dann aber nicht liefern. Das Problem liegt seit Jahren auf dem Tisch. Handeln Sie endlich. Sie sind in der Regierung. Vielleicht haben Sie es ja vergessen. Und vor diesem Hintergrund, liebe Kolleginnen und Kollegen, beantragen wir heute als FDP-Fraktion, die Hinzurechnung bei der Gewerbesteuer und ihre Auswirkungen kritisch zu überprüfen. Und wir wollen einen zweiten Schritt dann Korrekturen im Rahmen einer Unternehmenssteuerreform vornehmen. Und diese Korrekturen, die sind überfällig und wichtig, aber eben nicht nur für Reiseunternehmen. Natürlich freue ich mich als Tourismuspolitiker, wenn die Klassenfahrt mit dem Bus, wenn der Skiausflug, wenn die Reise an den Strand weiterhin nicht teurer wird. Und natürlich freue ich mich als Tourismuspolitiker, wenn wir möglichst viele kleinere Reiseunternehmen weiterhin in Deutschland am Markt haben. Wir brauchen sie. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Problem ist weitreichender, als es der AfD-Antrag suggeriert. Nehmen wir doch das Beispiel Start-ups. Es ist ja eine Absurdität der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung, dass in bestimmten Fällen ein Firmengründer bereits Steuern zahlen muss, obwohl er noch keinen einzigen Gewinn gemacht hat. Da hat also jemand eine Idee, arbeitet 7 Tage die Woche an der Umsetzung, geht ins persönliche Risiko und in Haftung, schafft Arbeitsplätze
und hat noch keinen Cent verdient, und trotzdem greift ihm der Finanzminister in die Tasche. Wir glauben, das versteht keiner. Und das ist in Summe eine Steuersystematik, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Steuersystematik, die Leistungsbereitschaft und unternehmerisches Engagement eiskalt bestraft. Wir Freie Demokraten wollen das ändern. Und daher macht es auch keinen Sinn, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD, jetzt hier einen Einzelfall rauszugreifen und zu bearbeiten. Wir brauchen vielmehr einen großen Wurf, von dem alle Mittelständler in unserem Land profitieren. Und deswegen steht für uns fest, ob Reiseunternehmen, Start-ups oder kleine Busunternehmen, nur mit fairen und verlässlichen Rahmenbedingungen schaffen wir es, den Unternehmergeist in Deutschland zu stärken und Menschen zu ermutigen, ihre Ideen auch zu verwirklichen. Und deswegen, lieber Herr Altmaier, ich hätte mich gefreut, wenn Sie heute auch hier teilnehmen. Werden Sie endlich der Wirtschaftsminister, den unsere Mittelständler verdient haben. Wir wissen, dass der Finanzminister ein harter Gegenspieler ist. Der hockt wie Dagobert Duck auf seinem Geld, das ist doch klar. Aber unsere Unternehmer und ihre Mitarbeiter haben einen Wirtschaftsminister verdient, der sich zu 100% für sie einsetzt. Nutzen Sie die nächsten 100 Tage genau dafür. Marcel Klinge war das für die FDP-Fraktion. Er ist Ihr tourismuspolitischer Sprecher. Nach ihm jetzt Bernhard Daldrup, der kommunalpolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Ich gratuliere Ihnen natürlich auch zu Ihrer ersten Rede. Ich will aber zumindest sagen, dass in den ersten 100 Tagen, in denen wir regiert haben und etwas zustande gebracht haben, das ist ungefähr die Zeitspanne, die Sie in vielleicht sozusagen touristischer Manier auf dem Balkon verbracht haben und nichts hingekriegt haben. Und davon kriegt man jedenfalls nichts Vernünftiges hin. Ich will mal was. Herr Brehm hat sehr schön steuerrechtlich den Sachverhalt eingeordnet hier. Sehr schön den Sachverhalt eingeordnet. Ich will ein bisschen mal politisch zur Sache Stellung nehmen. Die AfD, wenn sie über Steuerrecht redet, hat ja meistens im Petto, eine Steuer abzuschaffen. Dieses Mal will sie sogar eine Steuer abschaffen, die es gar nicht gibt. Allenfalls im Jargon sozusagen der Lobbyisten eine Urlaubssteuer. Es geht aber natürlich, Urlaubszeit steht vor der Tür, nicht darum, über marktbeherrschende Unternehmen zu sprechen und die Frage, ob sie nicht gewissermaßen Preissprünge in der Hochsaison so reduzieren sollten, damit sich Familien mit Kindern einen Urlaub leisten können, sondern das liegt ja alles angeblich am Staat und das ist etwas, was kaum glaubhaft ist. Ich will mal sagen, worum geht es eigentlich in der Diskussion? Herr Brehm hat darauf hingewiesen, es geht um Steuer. Konkret geht es um die Gewerbesteuer, noch präziser geht es um Gleichbehandlung bei der Veranlagung dieser Steuer. Und da will ich daran erinnern, wie das denn eigentlich damals zum damaligen Zeitpunkt war. 2008 haben SPD und Union eine sehr große Steuerreform für Unternehmen durchgeführt. Wir haben die Körperschaftssteuer von 25% auf 15% gesenkt. Wir haben die Gewerbesteuermesszahl von 5% auf 3,5% abgesenkt. Dadurch haben wir die Unternehmen in Deutschland um rund 5 Milliarden entlastet. Und selbstverständlich profitiert davon die Tourismusbranche jedes Jahr. Sollen wir diese Steuersenkungen eigentlich jetzt zurücknehmen? Das ist ja die Frage, die sich stellt, wenn man die Anträge von AfD und FDP liest, denn nur Rosinenpickerei reicht ja wohl nicht aus. Denn gleichzeitig mit den Steuersenkungen im Jahr 2008 haben wir die Regeln für die gewerbesteuerliche Hinzurechnung systematisiert, aktualisiert, denn wie alt sie ist, hat Herr Brehm eben gesagt. Damit haben wir erreicht, dass alle Unternehmen gewerbesteuerlich gleich behandelt werden, egal ob sie betriebsnotwendiges Aktivvermögen Fremd- oder Eigenkapital finanzieren, ob sie es anmieten oder im Eigentum nutzen. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Es kann doch nicht wahr sein, dass ein Reiseveranstalter, der ein Hotel im Eigentum hat, schlechter gestellt wird als ein Reiseveranstalter, der die Zimmer nur anmietet. Das ist doch wohl nicht gerecht. Und vor dem Hintergrund muss man sagen, die massive Steuersenkung auf der einen Seite bei gleichzeitiger Hinzurechnung einzelner Tatbestände führt dazu, Gleichbehandlung zu erreichen. Wer die Hinzurechnung nicht will, der kann auch die Steuersenkung nicht haben. Das war und das bleibt auch gerecht. Reden wir mal praktisch an Beispielen, worum es eigentlich geht. Die Tourismusbranche selber sagt, dass eine Reise wegen der gewerbesteuerlichen Gleichbehandlung um 2,3% teurer wird. Das sind bei einer Pauschalreise von 1.000 Euro, also immerhin 23 Euro. Das ist eine lobbygetriebene Berechnung. Es gibt andere Berechnungen, auch unsere eigene, die kommen dazu, weil nur Teilbereiche dieser Kosten in die gewerbesteuerliche Hinzurechnung, wie beispielsweise unstreitig die Übernachtung, reinkommen, dass es gerade mal 0,6% sind, also 6 Euro für eine 1.000 Euro teure Reise. Und diese Summe
müssen übrigens dann nur Unternehmen zahlen, die über den ebenfalls 2008 eingeführten Freibetrag von 100.000 Euro kommen. Darüber ist eben angesprochen worden. Und dass man das differenzieren kann, das wissen wir, weil die FDP die Mövenpick-Steuer seinerzeit eingeführt hat. Da war das mit der Auseinanderrechnung auch kein Problem. Also, die Behauptung, wegen der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung würden Urlaubsreisen zu teuer, hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Die Forderung der AfD ist also erwartungsgemäß Unsinn. Das gilt erst recht, wenn man für die Anwendung bei einzelnen Branchen, jetzt kommt es nämlich, würde man den Sachverhalt so regeln, kämen andere Branchen an und würden sagen, gleiches Recht für alle. Die Messebesteller, Besucher und Messebauer beispielsweise würden darauf hinweisen, dass ihnen die Messehallen auch nicht gehören. Die Logistiker würden darauf hinweisen. Selbstverständlich, es wäre ein Einfallstor, um die Axt sozusagen an die Gewerbesteuer zu legen, und das will die FDP. Und das ist ein trauriger Fall, muss man sagen. Es geht um Steuerrecht, es geht aber eben auch darum, was eigentlich mit der Gewerbesteuer finanziert wird. Wer produziert denn die Standorte für die Tourismusindustrie? Andere als die Kommunen. Wir produzieren Standorte, Kommunen, kann kein anderer. Und ich sage Ihnen, diese ist die Voraussetzung, die touristische Infrastruktur ist die Voraussetzung dafür, dass im Grunde genommen überhaupt touristische Unternehmen ihre Angebote realisieren können. Ich komme gleich zum Schluss. Ich will zum Letzten aber noch ganz kurz sagen, ich bin nicht so ganz sicher, ob dieser penetrante Lobbyismus seit vielen Jahren der Tourismusindustrie wirklich nützt, wenn sie sich mal überlegt, wer eigentlich diese Interessen hier vertritt. Das, glaube ich, sollte man tatsächlich mal überlegen. Und jetzt die letzte Bemerkung noch zum Antrag der FDP, der ja im Grunde genommen darauf zielt, die Gewerbesteuer abzuschaffen. Und ich sage Ihnen, das ist ein besonderes Thema, aber Ihr Modell führt zu einer Verschärfung der Gegensätze zwischen wohlhabenden und strukturschwachen Gemeinden in Deutschland. Ihr Modell führt nicht zu gleichwertigen, sondern zu gegensätzlichen Lebensbedingungen in Deutschland. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Das kann ich Ihnen in einer Extradebatte mal zeigen. Was Sie da wollen, ist so kommunalfeindlich, wie es überhaupt nur sein kann. Und das ist mit uns nicht zu machen. Herzlichen Dank. Bernhard Dahldrup war das für die SPD-Fraktion. Kommunalfeindlich hat er diese Vorschläge genannt und abgelehnt. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen unser kleines Bild aus Brüssel. Wir warten auf eine Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel dort vor Ort. Sie wird gegen 15 Uhr erwartet. Sobald sie beginnt, werden wir dorthin schalten. Aber einstweilen geht es hier weiter in dieser Debatte. Kerstin Kassner für die Linksfraktion hat das Wort. Damit haben wir uns in den letzten 4 Jahren immer wieder beschäftigt. Und ehrlich gesagt macht es mich wütend, dass wir das auch in der 19. Legislaturperiode immer noch müssen. Ich sage Ihnen dazu mal 3 Gründe. Der erste Grund ist, wenn ich den Kollegen, die in der 17. Wahlperiode hier waren, trauen darf, und ich habe keinen Grund, das nicht zu tun, dann war es so, dass diese gewerbesteuerliche Hinzurechnung nicht die Tourismusbranche treffen sollte. Das haben mir immer wieder Kollegen gesagt. Nun ist es aber anders gekommen, und seitdem schwebt über vielen touristischen Unternehmen ein Damoklesschwert. Wie groß das ist, das wird man sehen, wenn am Ende die Rechnung aufgemacht wird. Es gibt Veranlagungen bis ins Jahr 2008 zurück. Da kommen dann wirklich Summen zusammen, die tatsächlich auch existenzgefährdend sein können. Das zum Ersten. Das Zweite, also wie gesagt, der Bund wollte nicht diese Hinzurechnung für die Tourismusbranche. Schlaue Finanzbeamte in den Ländern haben sich aber gedacht, das trifft auch für die Tourismusbranche zu. Und sie tun natürlich alles, um ihre Kommunen zu entlasten. Und das macht mich dann, oder ihnen mehr Mittel zur Verfügung zu stellen, als Kommunalpolitikerin wieder wütend. Denn da gibt es beileibe bessere Mittel. Denken wir nur an die von dem Bund ausgereichten Förderprogramme, wo dann immer an den klebrigen Fingern der Finanzminister ordentlich etwas in den Ländern hängen bleibt, ohne in die Kommunen direkt zu wandern, wo es eigentlich hingehört. Ja, und wir könnten auch hier im Bund darüber nachdenken, dass wir andere Regelungen für die Kommunalfinanzen auf den Weg bringen. Zum Beispiel statt der Gewerbesteuer eine tatsächliche Gewerbewirtschaftssteuer, wo alle sich beteiligen müssen an der Finanzierung für die Kommunen. Das lohnt sich mal, darüber nachzudenken.
Und der dritte Punkt, der mich wütend macht, ist die Ungleichheit an sich. Die FDP, Mövenpick-Steuer, haben wir alles hier schon mehrmals gehört. Aber ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt in der Tourismusbranche, die zum Beispiel nicht mal die Aufwendung für den Weg zur Arbeit absetzen können, weil sie einfach so wenig Lohnsteuer bezahlen, dass sie gar keine Möglichkeit der Absetzung haben. Und andere große Unternehmen haben solche Möglichkeiten, ihre Gewinne in andere Länder zu schicken, eben da diese der Gemeinschaft zu entziehen. Und das macht wütend. Und es macht noch etwas wütend, dass nämlich nicht alle reisen können. Ich würde mir wünschen, dass alle Menschen diese Möglichkeit haben. Wir müssen feststellen, dass Schulklassen nicht reisen können, weil einzelne Kinder es nicht aufbringen können, dass sie die Reisekosten erstatten. Das macht mich wütend, und das würde ich mir wünschen, dass es da andere Regelungen gibt, dass wir uns solidarisch erklären, denn Reisen bindet viele Möglichkeiten mit ein. Man lernt andere Menschen, Länder, Sitten kennen, und das ist ein echter Weg zur Völkerverständigung, und das würde ich mir wünschen, dass das tatsächlich auf den Weg gebracht wird. Und ein letzter Wunsch: Wir müssen doch nicht warten, bis der Bundesfinanzhof entscheidet. Warum nimmt nicht der Bundesfinanzminister seine Länderkollegen an die Hand, setzt sich mit ihnen gemeinsam hin und findet eine Lösung für dieses Problem, was schon so viele Menschen so viele Jahre belastet? Dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, würden wir die Anträge von der AfD und von der FDP nicht mehr nötig haben. Ich danke Ihnen. Der nächste Redner ist der Kerstin Kastner war das für die Linksfraktion. Nächster Redner ist jetzt Stefan Schmidt, der kommunalpolitische Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich eingangs ein paar grundlegende Punkte klarstellen. Erstens, es geht heute nicht um eine Urlaubssteuer, denn die gibt es in Deutschland gar nicht. Das ist eine Wortschöpfung der Tourismusbranche für gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Hotelkontingenten. Diese will die Branche abschaffen. Das Anliegen mag berechtigt sein. Hier im Parlament sollten wir allerdings korrekt arbeiten. Und die AfD will mit ihrem Antrag dagegen eben den Menschen wieder mal etwas glauben machen, was es so in der Sache einfach nicht gibt und was einfach falsch ist. Zweitens. Um sachlich korrekt zu arbeiten, brauchen wir auch verlässliche Zahlen und schlüssige Argumente. Auch hier greift es zu kurz, diese ungeprüft vom Branchenverband zu übernehmen. Um eine gesetzliche Änderung zu fordern und zu begründen, kann man eben nicht mit niedrigen Gewinnmargen oder mit hohem Konkurrenzdruck argumentieren. Mit dieser Argumentation gäbe es keine Steuern und keinen Staat. Und damit wäre ich dann bei meinem dritten Punkt, bei meiner dritten Vorbemerkung. Die FDP will mit ihrem Antrag die Gewerbesteuer gleich ganz abschaffen und gefährdet damit die wichtigste Einnahmequelle der Kommunen in Höhe von 53 Milliarden Euro. Was das für Schulgebäude, für Bibliotheken, für Schwimmbäder hieße, das will ich mir gar nicht ausmalen. Solche Bestrebungen lehnen wir klar ab. Ich habe Ihren Antrag sehr genau gelesen. Schauen Sie auf Seite 1 unten, letzter Absatz, dort finden Sie die Passage. Worum geht es also konkret? 2008 wurde eine Unternehmenssteuerreform beschlossen mit dem Ziel, die Eigenkapitalquote der Unternehmen zu erhöhen und die Einnahmen der Kommunen zu verstetigen. Deshalb hat man die Hinzurechnungen bei der Gewerbesteuer ausgeweitet. So weit, so richtig, das haben auch mehrere Gerichte so bestätigt. Bei der Umsetzung dieser Reform wurden dann aber auch von Reiseveranstaltern angekaufte Hotelkontingente gewerbesteuerpflichtig. Bis zu einer abschließenden juristischen Beurteilung wird diese Hinzurechnung ausgesetzt. Das heißt konkret, die Steuer fällt bei den Unternehmen im Moment gar nicht an. An diesem Punkt muss ich dann aber auch noch auf die Regierung zu sprechen kommen. Denn statt einer politischen Klärung sitzt sie hier das Problem aus und wartet auf die juristische Beurteilung. Und das schon seit Jahren. Der Grund: Wieder einmal fehlt es an Einigkeit zwischen Union und SPD. Wieder einmal fehlt es an Einigkeit zwischen Wirtschaftsministerium und Finanzministerium.
Und die Folge? Es gibt keine Rechtssicherheit und keine Planungssicherheit, weder für Reiseveranstalter noch für Kommunen. Das ist die schlechteste aller denkbaren Szenarien. Deshalb ist eine politische Korrektur durch den Gesetzgeber, also durch uns, durch den Deutschen Bundestag, überfällig. Mit der Unternehmenssteuerreform wollte der Bundestag zu Recht die Verbreitung von Sale-and-Lease-Back-Modellen von Unternehmen reduzieren. Aber der Ankauf von Hotelkontingenten sollte dabei nicht besteuert werden. Denn bei diesem Ankauf von Hotelkontingenten handelt es sich eben nicht um solche Modelle und eben auch nicht um fiktives Anlagevermögen, sondern um Umlaufvermögen. Eine politische Klarstellung seitens des Bundestages ist also nur folgerichtig. Mit den Vorlagen der AfD und auch der FDP gelingt dies allerdings so nicht. Umso mehr hoffe ich, dass wir uns noch mal intensiv, differenziert und sachorientiert mit dem Thema auseinandersetzen und eine für alle Seiten gute, tragbare politische Lösung finden. Vielen Dank. Soweit Stefan Schmidt für die Bündnis Grünen. Nächster Redner Fritz Günzler, CDU-CSU. Das Wort hat der Abgeordnete. Kleinen Moment, Mikro ist aus. Bitte schalten Sie. Also für diejenigen, die mich hören, jetzt geht's wieder. Das Wort hat der Abgeordnete Fritz Günzler für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer und Zuhörer, es kann ja nichts Schöneres geben, als Freitagnachmittag sich noch mit § 8 Nummer 1 Buchstabe E Gewerbesteuergesetz zu beschäftigen. Meine Vorredner haben ja schon die Bedeutung der Gewerbesteuer A im Umfang dargestellt, aber auch den Charakter der Gewerbesteuer. Und es ist halt eine Realsteuer bzw. eine Objektsteuer. Und deshalb ist es auch wichtig, Finanzierungsneutralität herzustellen, indem man Hinzurechnungen grundsätzlich macht. Wenn man diese Hinzurechnung abschafft, wie aus dem Antrag der FDP zu ersehen ist, dass das das Ziel ist, dann legt man die Axt an die Gewerbesteuer und will die Gewerbesteuer nicht weiterführen. Das muss man einfach feststellen, weil die Gewerbesteuer als Objektsteuer, Realsteuer ohne Hinzurechnung macht keinen Sinn. Das müssen Sie nur ehrlich sagen. Darüber kann man ja diskutieren. Auch in unseren Kreisen gibt es Leute, die über die Gewerbesteuer diskutieren. Aber wenn Sie das, aber dann formulieren Sie es auch deutlich und offen. Und zur AfD, die sagen, man muss sich mal eben, sagte der Kollege ja auch, mal sich zusammensetzen, die Finanzminister, und da wird man mal eine Lösung finden. So einfach geht es nicht, denn die Finanzminister würden sich ja dann über das aktuelle Urteil des Finanzgerichtes Münster hinwegsetzen, die die Auslegung dieses Gesetzes ja gemacht haben. Und der Bundesfinanzhof hat ja auch in mehreren Fällen mittlerweile gesagt, dass der Wortlaut recht ungenau sei. Also von daher gibt es den Anlass, und da bin ich dann doch bei der FDP ein Stück, dass man sich A, die Auswirkungen anguckt, die Urteile anguckt und dann mal darüber diskutiert, ob es so, wie wir es machen, richtig ist noch. Denn der Begriff heißt ja für die Benutzung für unbewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die im Eigentum eines anderen stehen. Wenn die im Eigentum eines anderen stehen, kann es gar kein Anlagevermögen sein. Das ist sprachlich schon etwas verworren. Und das führt natürlich im Ergebnis dazu, dass es zu unterschiedlichen Rechtsauslegungen kommen kann, die zu Verunsicherung führen. Und von daher hoffen wir, dass der Bundesfinanzhof möglichst bald entscheidet und eine Klarheit schafft, weil ja auch die Urteile nicht ganz einheitlich sind. Wir haben die Weitervermietung für Gewerbeimmobilien, wo sozusagen dem Fiskus Recht gegeben wurde. Aber wir haben auch das BfH-Urteil zur Vermietung von Messe. Ständen, was im Gegensatz ausgefallen ist. Und wenn man sich einige Argumente aus dem Urteil anguckt, könnte man auf die Idee kommen, dass der Bundesfinanzhof dem Finanzgericht Münster nicht recht gibt und sozusagen die Reiseveranstalter dort gewinnen können. Aber das werden wir sehen. Und dann wird gesagt, machen Sie doch mal eben schnell eine Regelung. Ich hatte ja das Vergnügen, Sie ja noch nicht, letzte Legislaturperiode schon dabei zu sein. Und da gab es den Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und noch damals einen Finanzminister Walter Borjans in NRW. Und die haben einen Gesetzesvorschlag gemacht. Und dann ist aber deutlich geworden, dass der verfassungsrechtlich sehr schwierig ist, noch beihilferechtlich wahrscheinlich gar nicht umsetzbar ist, sodass man eine gesetzliche Lösung, die sozusagen nur die Reiseveranstalter beträfe, ohne das Fass zu weit aufzumachen, gar nicht auf dem Tisch liegt. Und wenn Sie eine haben, dann geben Sie uns gerne und dann können wir da gerne ja auch drüber diskutieren. Und ich möchte noch zwei andere Anmerkungen zur Gewerbesteuer machen. Bei aller Betrachtung der Bedeutung, der Kollege Dahldrup hebt da ja mal darauf ab, die Gewerbesteuer für die Kommunen, ist es ja so. Aber wenn wir über Hinzurechnungstatbestände reden, wird ja der Finanzierungsanteil aus diesen Aufwendungen hinzugerechnet. Und 2008 bei der Unternehmenssteuerreform hatten wir ein anderes Zinsniveau als heute.
Ich finde, dann muss man auch mal drüber nachdenken, ob die pauschalen Beträge bei unbeweglichen Anlagevermögen, Wirtschaftsgütern, Anlagen, haben wir ja 50%, ob die überhaupt noch richtig sind. Denn die Niedrigzinsphase muss sich ja auch irgendwann mal im Steuerrecht niederschlagen. Ich sage mal 6a, STG, andere Fragestellungen, aber ich glaube, auch darüber sollten wir im Ausschuss mal diskutieren. Und ein letzter Punkt. Wenn man über Gewerbesteuer diskutiert, finde ich, müssen wir auch die Debatte einbeziehen, das, was zum Beispiel in Meseberg beschlossen wurde, unter dem Stichwort gemeinsame Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage. Dort finde ich in der Begründung, auch in der, im Vorschlag der Richtlinie der Kommission, dass das Ziel der GKB sei, einen einheitlichen Rahmen für die Unternehmensbesteuerung zu schaffen, die Steuerharmonisierung im Unternehmenssteuerrecht durchzusetzen. Wenn das das Ziel ist und wir mit viel Aufwand das machen, dann kann man sich schon mal die Frage stellen, macht es Sinn, dass wir dann noch eine zweite Berechnung für eine Gewerbesteuer haben, weil das genau das Gegenteil von Harmonisierung, Einheitlichkeit ist. Also von daher werden wir noch interessante Debatten auch über die Gewerbesteuer im Rahmen der GKB führen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Fritz Günzler war das für die CDU-CSU-Fraktion. Seine erste Bemerkung: Was gibt es Schöneres, als Freitagnachmittag über die Umsatzsteuer zu diskutieren? Jetzt gucken wir mal für einen Moment auf den kleinen Monitor in Brüssel, ob es da schon losgeht. Im Moment wirkt es noch nicht so, deshalb... Na, es geht los. Dann gehen wir jetzt schnell nach Brüssel, die Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Merkel nach dem EU-Gipfel.